So, alle, wir gehen wieder in die Radical Red Mean rein. Das hat einen relativ einfachen Grund. Ich habe das Moxie-Video zu Run and Bun gesehen und das hat mein Feuer wieder von neuem entfacht, dass ich Bock habe. Und im Endeffekt habe ich noch nach irgendwas gesucht, was wir noch spielen können bis zu meinem Urlaub. Und ich glaube, das könnten wir vielleicht hinbekommen. Plus sind wir ja eigentlich im ersten Versuch wirklich weit gekommen. Ich sehe jetzt schon, dass die nächsten zwei, drei Versuche absolut im Sande, im Winde verweht werden. Aber prinzipiell sehe ich mich da, dass wir da irgendwie schon hinkommen können. Jetzt ist nur die Frage, welchen Starter wollen wir nehmen? Also beim letzten Mal hatten wir Meowscarada als Starter genommen, der war actually geil. Dieses Mal würde ich gerne irgendwen anders nehmen und nicht die Paldea-Region. Auf welche Region habt ihr denn Bock? Yes, yes, Jules, haben wir, haben wir. Wir haben jetzt das Care-Package sowie Rare Candies. So, das ist es. Also ja. Gucken wir einfach mal. Samurott ist voll nice, Chimpep ist nice, Johto ist nice. Also ich finde Chimpep potenziell auch sehr geil. Ich finde Hisui Admurai auch sehr spannend, als auch das normale Admurai. Sakala Wasserstarter, weil du den magst. Nö, ganz bestimmt nicht. Den, nee, nein. Wobei der actually gar nicht so ass war, glaube ich, beim letzten Mal. Der hat sogar Work gemacht. Deshalb schauen wir einfach mal, was wir heute so rausbekommen. Jones, vielen Dank für den nice Resub. Kuss geht raus an dich. 31 Monate. Geil. Geiler Mann an der Stelle. Ja, ich bin auch. Ich würde sagen, wir nehmen Gen 5 oder Gen 8. Worauf habt ihr mehr Bock? Gen 5 oder Gen 8? Was sagt ihr? Also, eigentlich ist eher die Frage, nehmen wir Chimpep oder Otaro, ne? Um ehrlich zu sein, ist das fast eher die Frage. Weil es wird einer von den beiden dann am Ende. Ich finde beide sehr spannend. Admurai Wasser Stahl klingt auch super spannend. Also von dem her schauen wir mal. Und Jones, vielen Dank, dass du Jerry einen nice Sub geschenkt hast. Kuss geht raus an dich. Okay, die meisten sind für Innova. Dann gehen wir einfach schon mal mit Innova mit. Kann ich noch irgendwas einstellen? Nee, ne? Wunderbar, okay. Dann düsen wir gleich mal los. Ja, daher die Muse, warum wir hier wieder reingehen. Und ja, ansonsten gucken wir mal. So, ich bin dumm. Wow. Ja, und ansonsten brauche ich halt was zum Streamen und die Zeit, weil meine Freundin nicht da ist. Also für morgen ist ja sogar, haltet euch fest, Mario Party eingeplant. Ich weiß noch nicht, ob es zustande kommt, weil eine Person potenziell noch krank ist. Dann wird das verschoben. Und dann werden wir stattdessen wahrscheinlich einfach das hier nochmal streamen. Oder ich nehme auf, weil ich heute eigentlich eine Folge weniger aufgenommen habe, als ich wollte. Der Snivy-Sprite ist irgendwie cool. Warum haben Snivy und Tepig einen coolen neuen Sprite bekommen, aber Oshawott nicht? Was soll das? Talosoifon, ich hoffe, dir geht's gut. Und Freaky, vielen Dank für 20 geile Monate. Kuss geht raus an dich, Löschen. So, wir brauchen jetzt ein gutes Theme, meine Damen und Herren. Ne? Ich werde euch nicht danach benennen, weil das ist. Wir kriegen hier so viele Monsters, das wird irgendwann eine Katastrophe. Ich muss sowieso die Encounter immer manuell eintragen. Das ist zum Kotzen, aber ja. Aber willst du den Rivalen wirklich ein Glurak X geben, wenn du den Pflanzenstarter nimmst? Ich habe ja die Oshawott. Außerdem kriegen wir alles hin. Ich bin für Essen, Essen, Essen. Okay. Also alles wie immer. Alles wie immer. Okay. Ja. Was machen wir? Was machen wir bei ihm hier? Als allererstes. Wir werden auch wahrscheinlich irgendwann rüber switchen auf Hintergrundmusik und Speed-Up. Ich denke nämlich, dass wir das relativ easy, also was ist relativ easy hinbekommen, aber dass wir ja den Anfang hier mehr oder weniger schon kennen. Also von dem her passt das. Ingwer-Shots. Bei Jerry weiß ich wieder nicht, ob er wirklich denkt, dass man Ingwer so schreibt. Das macht mir wieder ein bisschen Angst. Wir haben Bold Nature und Scheller. Ja, stimmt, wir haben Shell Armor. Das ist geil. Ich glaube, hier ko irgendwo konnten wir doch dann die Wesen abändern. Da war auf jeden Fall irgendwas. Da muss ich mal gucken, wo das war. Ich glaube tatsächlich, wir gehen jetzt schon in den Background-Mucke-Mode. Aber um ehrlich zu sein, wen juckt der Anfang? Sind wir ehrlich, wen juckt der Anfang? Das ist jetzt einfach nur Pokémon gefangen. Und mehr auch nicht, ne? Und im Pokémon Center konnte man das ändern. So hatte ich es zumindest auch im Kopf. So, guck mal.
Dann haben wir ein bisschen Background-Musik, scheiß auf den Müll. Wer braucht schon normale Musik, ne? Wer braucht das schon? Das wird überbewertet. Hoffen wir mal, dass wir auf der Playlist ausnahmsweise mal bleiben. Das wird doch so gesch... Oh mein Gott, Javi dachte wirklich, dass man das so schreibt. Das finde ich wild. Oh, er hat aber einen neuen Backsprite, das ist cool. Erst dann, dass wir gegen Bulbasaur verlieren. Das wäre ein bisschen unangenehm. Okay, tun wir Gott sei Dank nicht. Was wäre es jetzt gewesen? Ich glaube, unsere Oranberry behalten wir ja eh. Ja, eben. Spielst du mit Dexnav? Nö. Ich glaube, nee. Haben wir das beim letzten Mal? Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal extra nicht gemacht. Weil ich gesagt habe, das finde ich lame. Jetzt haben wir es nicht gemacht. Ich habe ja eh Rare Cat. Nee. Okay. Ah, nee, in Viridian City steht ja einer. Mit dem mussten wir sprechen, da war was. Mit dem mussten wir sprechen. Naja, ja, das auf jeden Fall dazu. Und ansonsten gucken wir mal, ob Donnerstag irgendwie Dings starten wird oder nicht. Nicht Dings starten wird, ob wir da einen Halloween-Stream oder sowas haben. Kann ja den jetzt einfach komplett nach oben ballern. Aeroas. Aha. Interessant. Okay, und wir kommen bis Level 15, ja. Passt. Meine Reise, die Rechtschreibung zu besiegen mit dieser Mucke. Ja, Reise mit scharfem S. Mann, Jerry. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich würde mich echt gerne nicht so oft darüber lustig machen, aber es ist schon echt schwierig, muss ich gestehen, sich nicht darüber lustig zu machen. Ich glaube, hier kriegen wir noch die Angel, ne? Genau. Wenn ich irgendwas verpeile und vergesse, dürft ihr mir gerne Bescheid geben. Gab es hier nicht noch irgend so ein Rätsel? Ja, ich glaube, hier war irgendein Rätsel und wir haben hier irgendwas, glaube ich, sogar Sinnvolles bekommen. Weiß aber nicht mehr, wen wir dafür alles gebraucht haben. Ich glaube, ihn hier, ihn mit Tarnsteinen. Ich glaube, er hier mit Tarnsteinen, er hier, er hier. So, da haben wir einmal Rocks rausgelegt. Und dann drücken wir einfach Raw, weil wir verrecken eh. Dann gehen wir in ihn. Drücken wir Brave Bird. Ne, dann hat das alles schon wieder gar keinen Sinn ergeben. Ja, schade. Ah, ich hätte meinen Roughskin-Mon gehen müssen. Okay, ich glaube, ich hab die richtigen Mons dabei. Ich glaube, ich habe die richtigen Mons noch im Kopf gehabt und dabei. Wieso kann ich ihn nicht? Ah. Wir müssen Start Battle gehen. Zack, zack. Hallo, Arion! Hallo an alle, die ich potenziell nicht begrüßt habe. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wundervollen Tag bis hierhin. Arion, Panzer, Eron und Kaumalat. Oh. Ja, schade. Ah ja, weil ich mich mit dem selber kille. Okay, sehe ich. Wie nervig. Aber ist okay. Ich war mir eigentlich sehr sicher, dass der Vogel mit dabei war, aber dann nicht. Soll ja auch okay sein. Hallo Suppenspecht, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen... Jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Glaube ich, oder? Ich glaube, ich muss ich Aaron aufheben? Wobei, da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Nee, muss ich gar nicht. Okay, dann passt. So. Haben wir jetzt nämlich einmal dieses Pokeweil-Ding. Worüber konnte ich das nochmal aktivieren? Nein, das wollte ich gar nicht. Ah, da. Pokeball. Zack. Nice. So. Ich glaube, das war's erstmal. Mehr brauchen wir ja nicht. Speichern. Ja, wir können mal speichern, aber prinzipiell sollten wir resetten müssen. Müssen wir eventuell eh Starter wechseln und so. Alles glaube ich okay. Gerade Feierabend. Jetzt erst? Oh, stimmt. Es gibt Menschen, die wissen. Ich muss sagen, wirklich. Neues Scraggy? Ich muss wirklich sagen, so 19 bis. Ich meine 9 bis 18 Uhr arbeiten. Das hat keine Nachtentwicklung. Pension. Das war falsch, schade. Lulatsch, vielen Dank für den nicen Resub. Was? Ich wünsche viel Spaß weiter mit den Emotes. 6 knackige Monate, ein knackiges halbes Jahr. Es beginnt um 5 p.m.
Niemals. Okay, dann haben wir das schon mal. Du meinst 10 bis 18 Uhr? Nee, wenn du die Pause einrechnest, ist es ja 9 bis 18 Uhr. Manche haben vorgeschrieben, dass sie eine Stunde Pause machen müssen. Das One Piece Konzert war übrigens mega, das ist doch schön zu hören. So, jetzt haben wir doch eigentlich alles, was wir brauchen, oder? Ich glaube, mehr brauchen wir ja erstmal nicht. Bin schon ein Jahr dabei, aber nicht mal Sub verteilt. Ich kann leider nur das werten, was mir Twitch hier ausspuckt. Tut mir leid, das haben wir ja. Aber da haben wir ja jetzt alles vorbereitet. Dann sollte ja jetzt alles dahingehend passen. Boah, Berserker war ein geiler, ne? Das war ein wilder Kollege, das weiß ich noch. Twice Glasses geholt. Wo waren die denn? Vintage White war dein erstes Let's Play. So, du meinst auch über YouTube. Ich dachte, es geht um den Twitch-Abo. Warte, habe ich jetzt. War ich jetzt schon Bälle? Oh. Ja, okay, dann haben wir dieses Mal ein Pidgey als ersten Encounter. Ja. Ich merke auch gerade, ich kann den auch nicht wirklich schwächen. Der muss da jetzt einfach drin bleiben. Bleib einfach mal drin, Pidgey. Ehrenmann. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ist aber irgendwo okay wahrscheinlich. Hermine ist ein Mega-Pokémon, ist schon mal nicht ganz verkehrt, ne? Ich glaube, ich habe sogar noch. Ich habe den Damage-Kalk als auch den Dex sogar noch da. Gucken wir mal. Pidgeot. Hat immer Frisk oder halt eben No Guard. Hat halt immer noch seine normalen Werte, ne? Hm. Naja. Naja. Ist jetzt. Ist okay. Ist jetzt nicht so wild. Pudenbrust. Das schreiben wir jetzt auch mit D. Die gute Pudenbrust. Puden. Puden. Pudenbrust. Stark. Gefällt mir. Ich habe mich vor 2 Tagen tätowieren lassen. Jetzt genieße ich das Downy-Tainment. Das ist crazy. Boah, so Tattoo ist so gar nicht meine Welt, muss ich sagen. Da bin ich so dick raus. Bin schon seit Jahren. Hier waren aber ein paar Sour Jerry-Accounts dazwischen. Ich hätte so gern dieses Greggy gezogen, muss ich gestehen, ne? Das wäre halt schon Knaggo gewesen. Ah. Warte, was? Achso, bestimmt, man kann Pokémon hinter sich herlaufen lassen? Haben wir das letzte Mal überhaupt einmal gemacht? Daran erinnere ich mich kein Stück, muss ich gestehen. Kein Stück. Wobei eigentlich, ich weiß gar nicht, welches Wesen wir gerade spielen sollen. Wir haben Waterpulse und da Aeroas drauf. Ist manchmal verbuggt. Ah, deshalb haben wir es vielleicht nicht gemacht. Hallo Claudia, ich hoffe, dir geht's gut. Hello. Das Naming Theme ist Essen. Ja, ich hab, das weiß ich auch noch, dass nachts meistens die Dings besser waren. Die Encounter. Weiß gar nicht, ob der. Gucken wir mal. Ob der irgendwie groß was gelernt hat. Gast. Quick Attack. Und Takedown. Immerhin 100% Genauigkeit. Rack, vielen Dank für den nice Resub. 48 Monate. Leck mich doch am Zuckerli. Ich glaube, mehr geht nicht. Ich glaube, das ist das Maximum. Oh, ich habe übrigens nachgeguckt, wann Jubiläum ist. Beziehungsweise was Jubiläumswoche ist. Und die Jubiläumswoche ist vom 18.11. bis 24.11. Ich weiß nicht, welche 4 Tage das sind. Damit meine ich, ich weiß nicht, welche 4 Dings es genau sind. Aber ja, das habe ich mich auch noch viel besser erklärt, ne? Ich weiß, danke. Muss einmal kurz gucken. Pokémon Locations schauen wir mal an. Bei mir zumindest zweimal das Game abgestürzt. Ah, doch. Ganze Woche Stream. Ah, nee. Ah, weiß ich jetzt nicht. Denn Downy doch nicht 4 Jahre, doch zu 100%. Zu 100%.
Oh, ich sehe gerade das Tattoo. Nee, Tattoos sind einfach nicht meins, muss ich sagen. Muss ich leider einfach sagen, ich finde Tattoos gräuslich. Ich weiß nicht, da wären für mich sowieso nichts. Aber auch allgemein ist das einfach nicht meine Welt. Wo sind denn wir eigentlich gerade? Auf welcher Route? Das ist eine Lüge. Nee, das ist ziemlich sicher die Wahrheit. Wir sind in Viridian City, ne? Wollen wir da die Nacht haben? Da gibt es Pawmi, Mareep, Dearling, Schuppet. Ich weiß nicht, irgendwie klingen die normalen Mons besser, muss ich ehrlich gestehen. Deshalb gönnen wir uns einfach mal. Hat zwar einen süßen Sprite, aber hätte ich mir auch Besseres vorstellen können, um ehrlich zu sein. Ja, aber im Endeffekt haben wir schon Wasser-Pokémon und ich habe ein bisschen Respekt vor dem Emolga, was ja dann kommt, ne? Nee, die ganze Woche werden wir sicher nicht streamen da, aber da wir das machen, ne? Können gerne mal raten, was das kostet. Ich sag, boah, das ist, glaube ich, schon sehr detailreich gewesen, ne? Das Ding ist, ich hab mir gestern das Rhinos-Video angeguckt und da dachte ich mir auch, boah, kostet das viel. Ich sag 250 Euro. Molga, hatte der keine Molga? Ich habe irgendwie. Nee, die Vorentwicklung von Kilowattrill. Machen wir Moose draus, das gefällt mir. Wie geht's euch denn ansonsten? Seid ihr gut übers Wochenende gekommen? Bist du im falschen Dock wieder? Nein, nein, ich hab nur den Molga noch im Kopf gehabt, den Boy. Mir ist schon bewusst, dass es das Vatril so da, so heißt das Viech. Die Hühnersuppe. Ich muss sagen, Hühnersuppe wäre stark gewesen. Gucken wir mal. Wir haben Run Away. Ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Also, I guess Maltierna ist am Anfang meistens relativ gut. Kriegt ja auch Strongjaw. So, mein Gott, ey. Reden. Hallo Daniel, ich hoffe, dir geht's gut. Yes, wir gehen nochmal in die Minen. I mean, ich habe ja eh gesagt, ich will es nochmal machen, ne? Also ich habe ja nie gesagt, ich glaube, ich habe sogar immer gesagt, dass ich es gerne nochmal irgendwann machen will. Naja, und jetzt ist halt nochmal, ne? Kann man schon verwechseln, haben dasselbe. Kommt Bedroher statt Strongjaw. Wann konnte man nochmal Dings ändern? Ich weiß es nicht. Ja, boah, die Woche verkürzte Woche ist so stark, muss ich sagen. Finde ich so stark. Den finde ich geil. Wie wird denn der in dem Spiel? Ich sollte mir langsam auch mal neue Bälle kaufen, ne? Ich habe nicht mehr so viel. Wie verkürzt? Naja, ist es Allerheiligen am Freitag? 4-Tage-Woche? Bam, 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 bam. Boah, ich hatte lange nicht mehr die Power-Playlist an, muss ich sagen. Aber ich fühle die ja. Fühle die ja dick. Oh, Menkei ist doch voll geil, oder? Nihilate gibt's ja in dem Spiel. Ja, mega, hä? Und entweder Level 45 oder Level Up with Shadow Punch. Und wir meinen Nihilate? Das kommt mir so vor. Wo ist denn ab dem Umbringer? Das wär's jetzt. Ach ja, Bayern. Nee, ich glaube, das gibt's im Meer. Bei manchen ist es auch der 31. Das ist jetzt Hard Mode, oder? Nee, das ist immer noch der Normal Mode. Der Hard Mode macht ja eh nicht so mega viel Unterschied und beim letzten Mal haben wir den Normal Mode gespielt und ich glaube, es ist auch besser, wenn wir einfach dabei bleiben. Ja, auch in Rheinland-Pfalz, Freitag frei. Wer hat denn alles am Freitag frei und wer hat alles am Donnerstag frei? Ihr dürft euch auch gerne melden, wenn ihr gar nicht frei habt. Wie nennen wir den eigentlich? Der 31. ist überall frei. Nein, das ist falsch. Ich habe am 31. nicht frei. Das ist kein gesetzlicher Feiertag für alle. Also ich glaube, die, die am 31. frei haben, haben auf jeden Fall nicht am 1. frei oder so. Leber, Kas. Passt denn die Musik jetzt gerade so? Enger Freund, oh, da hätten wir auch was Geileres haben können. Freitag, ich habe auch nur Freitag. Also ich glaube, die meisten werden am Freitag frei haben. Ich habe gar nicht frei, ja gut. Ich weiß nicht, ob es Österreich ist oder einfach nur komplett am Arsch bist. Aber das ist dann miese Brise, sage ich jetzt mal. So, jetzt müssen wir einmal kurz Poochyena und Mankey eintragen. Aber ich glaube, der Early Steal war schon sehr viel wert beim letzten Mal. Ich glaube, der hat schon richtig viel gebracht am Ende des Tages, aber es soll okay sein. Ich
Banger-Musik ist wirklich ein Banger. Arbeite bis Samstag durch. Ach du Scheiße. Das klingt ziemlich beschissen, würde ich behaupten. Seismic-Toss. Brauchen wir das? Frage ist, brauchen wir Pursuit an der Stelle? Ich glaube fast nein. Nehme ich fast lieber das mit. Ein 36er ist auch in Schleswig-Holstein frei. Crazy. Ja, deshalb meinte ich ja. Ich glaube, es gibt mehreres, wo das frei ist. So, ich glaube, jetzt haben wir ja alles abgeholt, was wir an der Stelle abholen können. Wir können ganz normal auf Route 2 gehen. Er hier gibt mir noch irgendwas. Den Dexnav. 10 bla bla bla. Und schon mal. Oh, Bottle Cap. Richtig viele Antibären. Leck mich doch am Arsch. Was gibt der mir alles? Ein bisschen was kriegt man hier am Anfang, würde ich behaupten. Ein bisschen was. Oh, wir haben ganz viele Quick Boys. Oh, schmeckt! Leben wir! Wir haben ein bisschen Damage Boostende Items. Das ist auch geil. Ja, brauche ich aber eigentlich alles noch gar nicht ausrüsten, weil bringt ja eh noch alles nicht so wirklich was, ne? Also maximal so die Oran Berries. Wo sind denn die? Hä? Ah, da. Da kann man ein paar auf die drauf schmeißen. Aber Rest ist egal. Und Cheeks einen wundervollen guten Abend! Vielen Dank für den heißen Resub. Ich wünsche viel Spaß weiter mit den Emotes! Ich denke, auch wenn Bayern am Freitag frei hat, dann hat Österreich ziemlich sicher eigentlich auch frei. Das würde mich sehr, sehr arg wundern. Bedroa? Bedroa? Bedroa, okay, nehmen wir. Habe immer nur im Bundesland gewohnt, wo der 31. frei ist und in Hessen ist der 1. nicht frei. Ja, eben, deshalb sage ich, es ist durchaus unterschiedlich. Bam, 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 bam. Was sind ganz unten? Stimmt, ganz unten gibt es ja auch nochmal was. Stimmt, stimmt, stimmt. Bayern ja auch mehr Österreich als Deutschland. Und ich sage euch, wie es ist, das ist vollkommen okay für mich. Ich finde Österreich ziemlich geil, muss ich gestehen. Hallo Power Pika, ich hoffe, dir geht's gut. Hello. Auch nochmal ein großes Hallo in die Runde für alle, denen ich eventuell nicht direkt Hallo gesagt habe. Es tut mir leid, wenn dem passiert ist. Aber fühlt euch alle gegrüßt. Wisst ihr was? Ihr fühlt euch sogar alle gedrückt. Ich glaube, Luxor hat keinerlei Changes, außer dass er halt Electric Dark ist, ne? Sieht ansonsten nicht nach einem krassen Change aus. Wie wollen wir den nennen? War das unser Wunschname für den Burschen? Ich meine, er entwickelt sich. Ich kann eigentlich schon Luxio eintragen, weil den bringe ich jetzt auf Level 15 und dann ist es ein Luxio. Also so gesehen, Nummer 63 bitte. Das Naming Theme ist Essen. Nee, wir brauchen schon spezifisch Essen. Bam, bam. Boah, warum hatten wir in letzter Zeit immer nur diese Chill-Playlist an? Da hat man ja gar keine Motivation. Jetzt sitze ich da und denke mir, komm, Freunde, wir brauchen einen Namen. Einen Namen! Center Shock, so, guck mal, geht, haben wir den, kann es sein, dass wir den genauso beim letzten Mal auch benannt haben? Oder haben, ich glaube, wir benennen einfach nur sehr, sehr häufig unsere Elektro-Pokémon so. Eventuell haben wir das viel. Ist das nicht gerade jetzt genau dasselbe Lied nochmal? Ja, weil wir aus der Playlist rausgeflogen sind. Wollt ihr mich verarschen? Ich hasse das. Wieso kann man so einfach immer aus den Playlists fliegen? Hallo Fabi, ich hoffe, dir geht's gut. Hello. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt eigentlich genau bei dem nachschauen will, weil es gibt gar nicht groß was zum Nachgucken. Nenn es Rodeo, weil ihr Farbmon. Ah. Das können wir leider nicht machen. Es geht ja um Essen. Ist ja egal. Nee. Wir ziehen das hier schön durch, so wie sich das gehört. Schöne Runde Spark nehmen wir auch mit. Die Baby Doll Eis nehmen wir mit. Jerry muss es mal wieder übertreiben. Der kriegt es wieder hin. Er kriegt es wieder hin, dass es awkward wird. Großartig, großartig. So, nee, stopp, wir wollten noch einmal ganz nach unten. Da gibt es auch nochmal einen Encounter. Das einzige Problem an so einer Musik. Oh, scheiße. An so einer Musik ist, dass man eventuell sehr, sehr schnell nach unten rattert. Hatten wir den? Den haben wir uns, glaube ich, auch schon mal angeguckt. Und ich glaube, der war nicht mal so ass. Kann das sein? Hat er nicht irgendeinen coolen Buff gehabt? Also, er hat halt Sturdy oder Shell Armor, was beides erstmal per se ganz geil ist.
Und irgendwas hatte doch Krassel auch, was eigentlich ganz cool war. Ich weiß aber nicht mehr was. Kann mich nicht erinnern. Aber ja, das ist das Problem, wenn man so abgeht, ne? Wie nennen wir den? Auch mal wieder ein geiler Bug bei Twitch. Gerade bei mir. Was? ML-Badge ist? Einfach schwarz. Also Sub-Badge oder Mod. Ah, das ist auch stark. Ja, Twitch einfach krass. Die Zeitumstellung hat dich komplett genudelt. Hab schon den ganzen Tag Kopfschmerzen, musste vorhin haufenweise Sperrmüll runterbringen. Das ist schlecht. Glaube, mich hat die gar nicht gestört. Die ist eigentlich geil. Maultasche. Dann wird das unsere Maultasche. Geht das hin? Denke ich schon. Auf jeden Fall, ich fand eigentlich die Zeitumstellung ganz geil, weil es war eine Stunde mehr schlafen. Und eine Stunde mehr schlafen ist ja geil. Also da sagt ja niemand nein. Oder zumindest eine Stunde mehr vom Tag. Oder man kriegt sowas live mit, das ist ja auch geil, wie zum Beispiel Timo, der da erstmal extra einen Tweet dafür abgefeuert hat. Dass es so ist. Und hallo, Snacksy, ich hoffe, dir geht's gut. Hello, ich hoffe, du hast einen schönen Tag bis hierhin. So, dann packen wir hier noch Dwebble rein. Zack. Schau mal ganz kurz, was für eine Fähigkeit wir haben. Modest Nature Knight, Shellarmor, okay. Shellarmor in Kombination mit einem Bedrohr? Immer eine geile Sache, muss man sagen. Die nimmt man mit. Bulldoze. Ja, ich finde sie auch unfassbar unnötig. Ich meine, Zeit ist ein von Menschen kreiertes Konstrukt im Endeffekt. Und wir haben uns selber auferlegt, dass wir zweimal im Jahr dass wir einmal im Jahr die Uhr vor und dann halt wieder eben einmal im Jahr zurückstellen. Das ist ein sehr wildes Konzept, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie gut durchdacht es ist. So wie alles so ziemlich. Ja, doch, da gehe ich auch durchaus mit. Es gibt vieles, was man mal überdenken könnte, ne? Was so nicht mehr in diese Zeit passt, potenziell. Aber nur Europa. Naja. Ich muss sagen, tendenziell ist ja Europa nicht so kacke. Aber gibt natürlich auch Ausnahmen an der Stelle, ne? So, dann gucken wir mal noch, was wir hier so uns schnappen. Ja, aber da nimmt sich auch nicht viel. Also, als ich über Early Steel Types geredet habe, also da ist mir nicht das vorgeschwebt. Vor allem wird der eh zum Moterpel. Als ob der auch nicht im Quickball. Warte mal, wer ist er eigentlich gerade? Was denkt das Ding eigentlich, wer es ist? Wobei Early Detect-Protect könnte auch cool sein. The Radical Red blieb mir in Erinnerung, Papinella hat Siegfrieds Dragon am Sieg vom Voll auf Null, bitte was? I'm confused. Einmal die Zeit ein für alle Mal um 30 Minuten umstellen, dann sind bei. Ja, es wäre so simpel. Können wir dann auch gleichzeitig das Ganze so machen? Also, was mich auch persönlich stört, ist, dass der Freitag nicht frei ist. Da stimmt irgendwas auch mit dem Namen nicht, muss ich gestehen. Können wir das vielleicht auch abändern? Man hat da frei. So, also quasi das. Aber Samstag und Sonntag bleiben auch frei. Ist das so ein Ding, was wir nicht einfach einführen? Können wir einfach nicht kollektiv sagen, das machen wir? Yes, das Naming Theme ist Essen, korrekt. Ich glaube, das Bomi werden wir jetzt eher weniger reinnehmen. Ich lehne mich so weit aus dem Fenster und sage eher nicht, ne? Dann am Sonntag aber auch immer Sonne, bitte. Nee. Das Sonnensonntag steht ja für so einen Nachtisch. Können wir das durchgehen lassen? Ich glaube nicht, ne? Mir fällt nichts Besseres ein, es tut mir leid. Mir fällt nichts Besseres ein, ich habe keine Ahnung, wo zwei N sind. Ich weiß es doch nicht. Gucken wir, widmen wir uns lieber wichtigeren Dingen, wie zum Beispiel Brandon mit seinem Kopisch im Lied und seinem Trikot. Da sollten wir ja beides eigentlich hinbekommen. Actually können wir Gurkensalat sogar mitnehmen. Ich würde eher Mousse sogar rauslassen. Zack. Und dann passt das schon. Dann kriegen wir das hin. Boah, warte mal, was ist denn das für eine dramatische Musik hier gerade? Ratchet und Clank.
noch nie in meinem Leben gespielt, aber okay. Wir haben ein Burnie. Burnie in unserem Team. Ich weiß nicht, was los ist, Freunde. Kann ich euch nicht erklären, bevor ihr mir jetzt wieder Fragen stellt, wieso ich so weird drauf bin. Ich weiß es auch nicht. Ich habe jetzt auch keine, also ich habe meine Spezi heute Mittag schon getrunken. Ich habe keine Ahnung. Im Sommer regnet es auch manchmal, schon komisch. Jetzt, Regen ist doch geil, jetzt hatet doch den Regen nicht. Was ist los mit euch? Wir brauchen Regen, sonst wachsen unsere Pflanzen nicht. Und das ist scheiße und ich weiß nicht, Regen hat auch was Ästhetisches. Können wir jetzt nicht sagen, dass Regen nicht ästhetisch ist. Sind immer die besten Soundtracks. Also, ja, sie ist der Soundtrack sehr geil. Also, da kann ich auch gar nichts gegen sagen. Oh, hey, Brandon. Boah, ach, der bleibt sogar Level 7. Ich dachte, der geht mit mir auf. Ja, gut. Ja. Ne? Spiecher. Okay. Was fehlt mir jetzt momentan? Dieser Unknown Skill muss ich den noch. Also, welcher ist denn das? Dauert das noch? Hallo Foresight, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. Zum Einschlafen, ja, fühle ich. Ich würde mir aber tatsächlich nie irgendwie Regen. Also, was ich bis heute nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, warum sich Menschen so Regengeräusche zum Einschlafen extra anmachen. Das brauche ich nicht, aber Regengeräusche kann ich an dem Punkt noch eher nachvollziehen. Was ich noch weirder finde, ist aber, wenn Leute sich, also ich weiß nicht, ob das noch immer so ein Ding ist, aber früher hieß es doch immer, dass man sich Wahlgesänge anmachen soll. Oh, warte mal, die ist ja höher gelevelt, scheiße. Wait a minute. Er hat auch eine Orenberry, okay. Und wechselt raus. Ja, genau, darauf wollte ich nämlich auch hinaus, dass die Wahlgesänge sich anhören. Also legit, was ist denn, warum hört man sich denn Wahlgesänge an? Da bin ich wirklich komplett raus, muss ich sagen. Weil da denke ich mir dann schon irgendwo... Irgendwo ist doch meine Grenze erreicht, dass die dann wirklich... Ich stelle mir das legit immer so vor. Vor allem die ganz Extreme ist dann natürlich auch, wenn es so ist wie in Findet Nemo, wie Dory das macht. Wenn man sich das so reinpfeifen würde, so dieses... So in dem Stile. Dann wird's belastend. Der hat halt auch Protect, ne, mit Wish. Aber der ist ein richtiger, nerviger Saftsack. Okay. Interesting. Der wird jetzt wieder von Wish hochgehalten, aber ich glaube, der nächste Spark killt den. Da habe ich gar keinen Bock, nämlich das Metronom-Leben-Orb mich jetzt irgendwie hops nimmt. Hab Urlaub, hoffe, du hattest auch einen guten Tag. Ja, tatsächlich. Also erst dachte ich mir noch so, boah, die Woche wird richtig belastet, aber jetzt von den Aufgaben her ging's dann am Ende einigermaßen. Also, gibt Schlimmeres, ne? Gibt Schlimmeres. Chewbacca zum Einschlafen. Das finde ich mir auch. Das stelle ich mir stark vor. Also, ich mache mir Family Guide zum Einschlafen, Mann. Ey, ich muss sagen, also so normale Sachen, so Stimmen und so, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich actually ganz gut nachvollziehen. Das würde ich, glaube ich, oder das mache ich auch so ein bisschen. Nee, eigentlich mache ich das gar nicht. Ich habe die Superkraft. Ich kann einschätzen, wann ich einschlafe und wann nicht. Und ich mache meinen Kram auch erst aus, wenn ich weiß, jetzt schlafe ich ein. Das ist tatsächlich eine sehr mächtige Superkraft, wie ich finde. Box dich mal selber. Mein Gott, box dich doch einfach selber. Box dich doch. Alter. Das ist ein richtig nerviger Sack. Geh mal auf eine Runde Bulldoze. Ah, wobei, wir gehen auf Rock Blast. Box ich nicht selber, Maultasche? Och, Maultasche! Komm, wir sind gerade so schön auf plus 2. Maultasche, bitte, danke. Und jetzt einfach ganz oft treffen. Dann passt das schon. Metal-Playlist anmachen, ne? Weiß ich jetzt nicht, was der Play ist. Alter. Hört aber auch nicht auf, ne? Bro, was ist denn das für ein Bull... Danke. Alter. Ah, Infinite Repel war das noch. Ah, okay, stark. Stark.
Das macht aber auch Dorium keinen Wahl. Ja, natürlich, aber so stelle ich es mir irgendwie mal vor. Aber auch so normal. Also ich bin ehrlich, wenn man sich normale Wahlgesänge anhört, die hören sich jetzt auch nicht so viel besser an. Hände runter an der Stelle, hä? Die hören sich ja auch mega. Was ist hier? Also da steht eine Ass-Trainerin. Da will ich jetzt eigentlich schon mal nicht hin. Aber ich weiß auch nicht, was das ist. Das verwirrt mich jetzt etwas. Psychic Seed, Black Belt, lauter Items, cool. Nehmen wir alles natürlich mit. Ich bin das komplette Gegenteil. Ich brauche Totenstille zum Einschlafen. Ich glaube, das geht für mich sogar fit. Also, was bei mir halt der Fall ist, ist, dass ich wirklich sagen kann, wann ich einschlafen kann. Und dann ist mir auch kackegal, was in meiner Umgebung unterwegs ist. Muss ich gestehen. Und dann kann ich einfach schlafen. Das ist wirklich gar kein Problem. So, wie war das jetzt hier nochmal? Also, ich weiß, dass wenn wir in Mistys Stadt uns keinen Counter holen, wir da potenziell uns einen Palafin holen können. Kennt jemanden, der schläft bei normaler Musik und wacht mit Musik auf? Das klingt unfassbar weird. Bin ich ehrlich. Was macht er hier? Gibt er mir ein Pokémon? Okay, Hard Work. Und da unten links ist ansonsten noch eine TM, aber ich weiß nicht, ob der Trainer hier dokumentiert ist. Ah ja, doch, Ace Nell. Die hat einen Char-Kadett und einen Gulpin. Ah, das sollten wir eigentlich hinbekommen. In der Stadt konnte man sich nämlich auch ein Mystery Egg holen, eben. Deshalb weiß ich aber nicht, ob ich das hier holen soll. Scheiße, jetzt habe ich nicht das erste Pokémon vor, weil ich es vorhaben wollte, aber okay. Ist trotzdem, ja, ich wollte gerade sagen, ist trotzdem okay. Ah, der war das mit Rülpser. Aber warte mal, ist das nicht ein. Ah, es ist noch kein Stahl-Pokémon. Warum bist du noch kein Stahl-Pokémon, du dummes Stück Scheiße? Ich geh mal erst auf eine Runde Charge. Und dann sparken wir, weil dann ist nämlich mein Spark stärker. Cool. Und dann sollte jetzt hier ja meine Themen sein. Cool. Warte, was war das? War das jetzt Elektronetz? Das hat sich irgendwie nicht danach. Ja, ist es. Ach so, ja, so gesehen ist es natürlich gut für die Arena. Was eine Strat, finde ich auch, ne? Wenn du Pech hast, bekommst du Cosmog aus dem Main. Naja, Pech will ich es nicht nennen, weil das ist ein ziemlicher Banger-Encounter wahrscheinlich für später, ne? Ja, was wollen wir denn machen? Sollen wir uns das Mystery Egg holen? Ihr werdet eh alle fürs Mystery Egg sein, ne? In dem Diglett-Tunnel können wir uns noch was holen. Sicher? Kommen wir da schon hin? Bin ich blind? Ja, bin ich. Good to know. Dann gehen wir mal rein. Machen wir kurz Infinite Repel aus. Und hier gibt es dann nochmal Thief, okay. Die Alternative ist, glaube ich, einfach nur so. Oh. Oh, Bronzong war eine Legende. Bronze ist ja mega geil. Claudia, ich glaube, bis Level 64, ich glaube, du unterschätzt, wie schnell das geht. Das geht tatsächlich sehr, sehr, sehr schnell. Und wenn ich dafür dann Solgaleo zum Beispiel später habe, das ist okay für mich. Zeig ich dir ganz ehrlich, das ist mehr als okay für mich. Fleischkäse. Nein, weißt du was? Ich weigere mich, das Ding so zu nennen. Wir haben nämlich auch schon den Leberkass und das ist dasselbe. Wenn er eine Legende war, stirbt er in den. Das ist halt wirklich das Problem. Pokémon können bei mir eigentlich nur immer in einem Projekt richtig krank gut performen. Und das heißt nämlich auch. Okay, Taco Bell find ich zu stark. Ich wollte erst auch auf die Semmel gehen. Aber Taco hat mich. Das ist zu stark. Das ist eine zu starke Referenz auch. Auf jeden Fall, weiß ich jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, auf jeden Fall ist es wirklich Tradition, dass das dann im nächsten Projekt garantiert dumm wegverreckt. Ich hätte lieber die Schwebe gehabt. Die Schwebe, ja, jetzt bringt er uns natürlich für den ersten Orden gar nichts. Vermute ich. Wobei, vielleicht könnten wir sowas wie Archen checken. Da muss ich mal gucken, was der so drauf hatte.
Ich meine, beim Roughlet-Checken kann er trotzdem helfen, so ist es nicht. Gerade weil wir sowas hier auch da haben, also ist es, das soll es in Ordnung sein. Dann leveln wir ihn mal ganz getrost hoch. Confuse Ray. Ist besser als Imprisoner. Eine Psy-Welle. Ja, komm, nehmen wir auch mit. So, was machen wir jetzt, Freunde? Wo gab's denn dieses Mystery Egg? Ui, sorry. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß noch, Sirius hat damals in der Stadt immer den Gras-Encounter geholt und hat das Ei auf der rechten Route ausgebrütet, weil er da allen anderen Encounter Arsch fand. Oh, das könnten wir auch machen. Das finde ich auch einen guten Call, wenn wir so weit laufen können. Obviously geht's. War hier nicht noch irgendwie ein verstecktes Item oder so? Was hier? Prost. Hey, Moment, das war ja kein Rülpser, das war so halber Schluckauf. Kennt ihr das nicht? Wenn ihr so machen müsst. Das ist ja kein Rülpser. Da ist ja kein Prost angebracht. Nö. Nee, das könnt ihr mir jetzt nicht erzählen. Das Ei war von dem Dude neben dem Markt. Er hier, ne? Oder auch nicht. Welcher Dude neben dem Markt? Ah, er hier. Mikro hat das verschluckt und hab geraten. Ja, dann ist ja Gott sei Dank. Ja, weil dann könnten wir überlegen, ob wir den erstmal die Lane auch. Und dann holen wir uns nämlich hier den. Warte mal, ich gucke jetzt mal kurz, was wir hier so bekommen. Wir kriegen. Wir sind jetzt auf Iridium Forest, Forest Expansion. Wait, Forest Expansion? Aber das zählt immer noch zum Wald, oder? Bei Diglett Cave haben wir was. Bronzer übrigens ist da drin 4% Encounter. Pewter City ist Grimer, Starly, Execute. Ja, das klingt actually ganz geil, muss ich gestehen. Stimmt, dafür wäre der Dex All Cheat absolut sinnvoll. Du hast absolut recht, das machen wir, Wähler. Also ja, viel schlauer. Wobei, ich muss ehrlich gestehen, ich würde ganz gerne die Prozentchancen sehen. Also so gesehen ist das auch schon wurscht. Aber dann würdet ihr das auch sehen, ne? Ja, dann ist das angenehmer. Dann holen wir das noch. Holen wir das einmal schnell ab. Mal nochmal kurz das Infinite Repel an. Zack. Jetzt will ich nur nochmal gucken. Aber nee, hier wurde nicht angezeigt, dass es irgendwie mehr war. Vielleicht mit Rock Smash dann oder so. Damit geht es dann wahrscheinlich. Hat jemand den Code? Aber ja, dann holen wir uns erst den einzelnen Encounter und ich vermute auch eher, dass auf der rechten Route, naja, Scheiße gammeln wird, ne? Also nichts, was wir haben wollen. Schau mal, Route 3 ist Fletchling, Ekans, Spearow, Nidoran, Nidhogg, Bunnery, Meowth, Alola. Ich meine, so kacke klingt das jetzt auch nicht. Computer City klingt jetzt auch nicht so viel besser, um ehrlich zu sein. Wobei so ein Grimer Alola wäre natürlich schon sehr geil. Dex All, stark. Das ist so das einzige Passwort, was so Sinn ergibt, gefühlt. Das finde ich sehr gut. Bam, 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 din, din, din. Pika, wie geht's dir denn so? Was sagt der Husten? Das ist übrigens einer der Kandidaten. Ich spiele morgen Mario Party eventuell mit Mods. Also Power Pika Flo und Jerry sind dabei. Anscheinend erfülle ich Jerrys lang erwünschten Traum. Wie komme ich denn jetzt zu diesem Dex All? Wie mache ich das jetzt an? War das nicht richtig, das Passwort? Kann das sein? Hallo Ilinio, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hallo. Nee, ich drücke jetzt einfach ganz wild Knöpfe. Also, das müsste ja eigentlich hier auftauchen, oder nicht? Bisher besser, also sollte morgen mal ein Party gehen. Ja, wenn es nicht geht, ne? Wie gesagt, einfach Bescheid geben. Über Dexnav. Ist das über dem Pokédex selber? Nee. Ah. Ah, da ist es. Das ist mir schon bewusst, dass da irgendwo Dexnav steht. Ich wusste nur nicht, wo es steht.
Okay, dann wissen wir das jetzt nämlich auch. Praktisch. Sehr schön. Ja, dann. Dann sind wir ja prepared, sag ich jetzt mal. Ne, prepared. So. Also, weil hier gibt es nämlich. So, das hier könnten wir finden. Die zwei wären ja schon mal ziemlich geil, muss man sagen. So ein Fumpy würde man auch mitnehmen. Skiddo wäre actually auch fein. Ja, und auf der nächsten Route. Weil wenn wir auf der nächsten Route dann das Ei ausbrüten, ist auch fein. Deshalb, I guess, wir können hier wirklich den normalen Encounter mitnehmen. Ja, komm, wir machen es mal so. Ich meine, wenn wir jetzt hier auch einen Early Grimer Alola bekommen, ist ja auch so strong. Bis, nee. Morgen erstmal Diskussion halten über Fleischkäse, als ob wir den bekommen. Hä, warte mal. Sinistee soll es eigentlich nur am Tag geben. Warum kommt der denn jetzt in der Nacht? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Oben ist doch Tag und unten ist Nacht. Okay. Ja, gibt Schlimmeres, glaube ich. Gibt Schlimmeres. Early Ghost ist okay. Bin dezent am Arsch derzeit. Also so wirklich kränklich oder einfach körperlich, geistig. Alter, was ist dieses Screen Capture da die ganze Zeit? Eistee. Eistee finde ich gut. Eis, Matcha Latte zu spät beim Pilates. Sie kennen mich. Ja gut, dann gehen wir halt jetzt in die Arena, ne? In die Arena zu Falken, dann müssen wir jetzt. Ist halt nur die Frage. Also der hat ein Rufflet, ein Vetrel und ein Fledel. Fledel kriegen wir eigentlich mit ihm hier absolut an die Wand gecheckt. Mit Psi-Welle, Aussagesatz. Dann ist Rufflet im Lead. Ich weiß halt nicht, wie schnell der in Vetrel immer gewechselt ist. Also wir müssen eigentlich genau diesen Squad mitnehmen, weil der Rest macht ja halt auch gar nichts, muss man sagen. Wobei Sinistee ist vielleicht gegen das Fliddle gar nicht so kacke, aber der hat halt ein Evolite, ne? Muss bloß bedenken, dass es nicht zwischen Tag und Nacht wechselt. Wie wechselt, was? Die Aussage verstehe ich nicht. Ja, wobei Mankey bringt mir eigentlich auch nichts. Also der hat zwar einen Rock Tomb, aber wenn der halt da dran direkt straight up einfach died, ist ja auch kacke. Das ist ja dann auch kacke. Megasauger. Ja, okay. Ist aber immerhin besser als gar nichts, ne? Dann haben wir hier einen Bronzor dabei. Und ein Sinistee. Ich meine, per se haben wir schon ein paar gute Monster gegen dabei. Ich denke, es lohnt sich einfach am meisten auf allen. Einfach eine Sinebeere zu donnern. Und dann. I mean, wir könnten auch mit Webble liegen. Weil eigentlich ist da gar kein Switch hin drin. Okay, Rufflet hat halt Rock Tomb. Aber dann probieren wir es doch. Du musst über Zeitwechsel wechseln, verschiedene. Hä, aber ich habe doch die Zeit geändert. Es ist doch gerade Nacht. Das habe ich doch davor eingestellt. Das ist mir doch bewusst. Habe ich doch extra davor sogar eingestellt. Deshalb wundert es mich ja. So. Gut, wir können eine Wette machen wegen mir. Bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Aber wir haben auch nicht wirklich eine TM, die wir noch groß erlernen können. Morgen. Morgen. Diskutieren wir erstmal über Jerrys Rechtschreibung, habe ich gehört. Aber nee, wir gucken mal. Ich weiß noch gar nicht. Wir machen wahrscheinlich eine größere Runde. Ich glaube, das ist fast das Beste, weil zwei kleine ist irgendwie kacke. So zwei Zehner-Runden, glaube ich, ist auch irgendwie zu kacke, muss ich gestehen. Und sobald wir eine längere machen, wahrscheinlich machen wir so 20 Runden. Das wird wild. Wieder meine Schlafprobleme. Oh, das ist kacke. Meine Freundin hat auch richtige Schlafprobleme. Ich weiß nicht, vielleicht hilft sie irgendwas. Ich weiß nicht, was sie gekauft hat, aber die hat sich jetzt auch sowas gekauft, wo das nimmt sie so eine halbe Stunde vorher und kann dann besser einschlafen mit irgendwelchen Baldrian-Stoffen und sowas. 50 Runden Party, ne.
Lass mal morgen nicht über meine Rechtschreibung reden. Ja, dann müssen wir ja auch nicht über den ekligen. Wir können, also vor allem, also primär müssen wir jetzt erstmal festhalten, dass Leberkäse als auch Fleischkäse brutal hässliche Wörter sind und das Ding auch brutal scheußlich ausschaut in meinen Augen. Weiß ich nicht. Daran, ich weiß nicht. Also an Leber, ich weiß irgendwie nicht. So seit ein paar Jahren muss ich wirklich sagen, finde ich Leberkäse immer so, ich esse es schon. Ich finde auch, es schmeckt jetzt nicht scheiße oder so. Aber dieser Gedanke und dieser Name, weiß ich nicht. Ist halt echt irgendwie. Weiß ich nicht. Also brauche ich wirklich nicht oft. Warum ist Falkner denn so versunken, der Arme? Hilfe. So. Jetzt will ich mal gucken, weil ich weiß nämlich nicht mehr, wie die Switch AI hier funktioniert. Ob die direkt schnallt, dass ich hier Spark drücke. Okay, tut sie. Schade. Aber so gesehen ist mir das ja eigentlich auch egal. Weil so gesehen, ich drücke ich halt jetzt bis. Naja, zwar ein Erstlöscher, aber das ist ja auch noch okay. Boah. Und der Biss sollte guten Damage machen, ja. Also das ist eigentlich noch alles in Ordnung hier. Ah, das ist halt das Problem. Habe ich irgendeinen guten Switch, den ich machen kann? Auch nicht wirklich, ne? Auch nicht so wirklich. Nö. Nicht, dass ich wüsste. Wüsste auch nicht in wen. Da beißen wir einfach weiter, ne? Wir beißen einfach weiter und hoffen einfach, dass wir nicht geflincht werden. So, sehr viel besser oder was Besseres können wir halt nicht machen. Ich habe halt leider auch keine Prio in the back. Hätten wir jetzt so einen geilen Aqua-Jet auf. Oh mein Gott, jetzt reicht's aber. Okay, wir brauchen halt noch ein bisschen, ne? Okay, danke. Wenigstens einer noch. Da haben wir eine Quick Attack, glaube ich. Und die sollte killen, würde ich behaupten. Es ist nur die Frage, ob der Flash einsetzt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe sehr nicht. Oh, er könnte auch roosten, ne? Aber er sieht den Kill, Gott sei Dank. Aua. Das hat trotzdem so viel Damage gemacht, Leco Mio. Leco Mio. Ja, die Vermutung hatte ich am Anfang mit dem Ding in Mario Party, aber hat sich inzwischen nicht mehr bestätigt. Also hat sich eher entbestätigt, sage ich jetzt mal. Also eher, dass es nicht so ist. So, eigentlich sollte. Ich weiß nicht, ob der jetzt mit Psybeam halt hier immer einen Kill sieht, ne? Weil je nachdem gehe ich halt in meinen Tee. Und ich glaube, in meinen Tee zu gehen ist sogar das Beste. Dann sind wir nicht zu passiv. Ja, wenn der jetzt Gedankengut drückt. Der macht mir nämlich schon ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob der in Rufflet auch gleich maybe wechselt oder so. Kann auch sein. Geht aber auf weiteres Gedankengütchen. Das macht mir Angst. Spoiler, das macht mir sehr viel Angst gerade. Okay, das ist aber immer noch richtig guter Damage. Das sollte. Boah, wobei leben wir das? Ich hoffe. Ja. Ich wollte gerade sagen, eigentlich hat die T-Tasse relativ gutes Spidef. Damit sollten wir das Ding auch killen. Winke, winke, Flittle. Okay, jetzt haben wir nur noch Rufflet vor uns. Das ist eigentlich eine Sache, die man hinbekommen kann. Das Problem ist halt, der hat halt Hustle, ne? Das ist definitiv nicht zu unterschätzen. Wir haben halt noch Taco. Der geht, glaube ich, eher. Also Rock Smash kann er hier nicht drücken, deshalb kommt Aerial Ace oder Rock Tomb. Genau, das passt. Dann gehen wir mal auf eine Confusion. Oh, starker Dodge. Ich glaube, ich habe kein Modest Nature auf Bronze so gemacht. Fällt mir gerade auf. Das war nicht so schlau. Okay, das zieht legit nichts ab. Das zieht halt einfach gar nichts ab. Ja, der frisst jetzt seinen scheiß Beerensaft da. Soll er machen. Wir können sogar jetzt nochmal in den Eistee gehen und einfach den Death Drop resetten. Jo. Und dann gehen wir einfach wieder zurück in Taco. Hallo Nigel, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag bis hierhin. Hallo. Hallöchen, Papöchen. Das wäre geil. Ich wollte gerade sagen, wenn du nicht wieder einen Drop bekommst. Schade. Also 9 KP zieht der mir ab. Das heißt, jetzt macht er. Ja. Schon gar nicht so wenig, ne? Ui. Ja, in der nächsten Runde müssen wir raus. Ich meine, ich weiß, dass er immerhin nochmal Rock smasht. Ja, eigentlich muss Sushi jetzt regeln, ne?
Das Problem ist, ich will Sushi nicht auf Maeros reinkriegen, ich will den aber auch nicht auf einen Drop reinkriegen. Ich weiß halt nicht, wie gut Dwebble das Ganze hier übersteht. Der hat 35 Death. Der hat aber dann auch einen Rock-Pump, den der abfangen muss. Ich glaube, ich probiere erstmal Sushi. Aber wenn er jetzt nicht den Drop bekommt. Oh. Aber das ist auch okay. Ja, das passt ja. Geht sogar auf den Roost. Oh mein Gott, du Nervbatzen. Können wir eine Verwirrung kriegen? Okay, das macht auch so super Damage. Okay, ich glaube, er spielt jetzt einfach dagegen, dass ich ihn verwirre. Ach, Zertrümmerer hat immer die Def gesenkt in dem Spiel, stimmt. Hab heute ein Pokémon hat Gold für 60 Euro geschossen mit allem Zubehör. Das ist wrong. Genauso wie diese Verwirrung hier. Stark. Okay. Kein Mon verloren. Wunderbar. Beim letzten Mal haben wir hier sogar einen Mon verloren. Die, die dabei waren, wissen auch, wie belastend wir das noch damals verloren hatten. Das waren wilde Zeiten. Und wir kriegen Ruheort. Cool. Das ist cool. Doch, die Musik läuft, aber wir sind genau beim Ende der Musik rausgekommen. Aber das, also 60, aber ist es neu oder ist es alt? Wobei selbst für alt ist es ein Schnapper, muss man sagen, ne? Das ist halt das Ding. Diese Scheiße, es kostet alles so unfassbar lächerlich viel. Aber man, Bronzor wäre so krank, der würde Varun so an die Wand checken. Aber die können halt alle Bulldoze, Mann. Das ist halt echt ein bisschen belastend, muss ich sagen. Bin ehrlich, wir sind echt nicht gut für die erste Arena aufgestellt. Wir sind wirklich, wirklich nicht gut für diese Arena aufgestellt. Weil so richtig was haben, tue ich nicht. Ich überlege fast. Also, wir könnten. Ja, nee. Ich wollte gerade sagen, ob wir das Ei schon ausschlüpfen lassen. Kai aber gar nicht. Ja, bei eBay bist du bei 150 oder so. Das ist richtig krass viel. Das Problem ist halt, Taubsi macht nichts. I guess Thief ist so das Beste, was ich ihm beibringen kann. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich mache Gast weg und bringe ihm noch Roost bei. Weil der muss vielleicht mit den Daunenreigen was reißen. Items klauen klingt prinzipiell auch geil, muss ich sagen. Ja, schwierig, ne? Das ist doch echt scheiße, ne? Der hat Weak Armor. Können wir irgendwie mit dem sweepen oder so eine Scheiße? Auch nicht wirklich, ne? Also Inia brauchen wir für Varum, weil eigentlich Gyroball jetzt auch nicht die Welt abziehen sollte. Wobei der hat auch noch einen Ballon. Oh Gott. Ja, aber das ist trotzdem der beste Squad, den ich mitbringen kann, weil was soll ich denn mit dem Rest auf der Bank machen? So, er hier hat keinen Bedroher, der kann beißen, das war's. Er bringt mir maximal einen Bulldoze-Pivot, aber ich glaube, da kann ich aus allen Mons mehr rausholen. Ja, schade. Die Arena wird nicht einfach. Wieso streamst du eigentlich so spät? Weil meine Freundin nicht da ist. Und dann habe ich davor aufgenommen, dann habe ich kurz noch was gefoodet und dann habe ich den Stream angeworfen. So einfach und schnell kann das tatsächlich gehen. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall das Wesen abändern. Wir drücken sowieso nur Water Pulse mit dem. Das heißt, hier ist Modest sinnig. Hier haben wir Adamant drauf. Ich glaube fast, wir spielen auf dem ein Plus-Dev-Wesen. Einfach nur, um so gut es geht, so lange wie möglich Sachen auszuhalten. Adamant finde ich okay bei dir, Modest. Passt mir hier Jolly Jolly, okay. Was haben wir hier noch für Items, die uns irgendwie helfen können oder so? Ja. Mystic Water, wobei ich Oranberry mit Shell Armor eigentlich schon sehr geil finde. Sonst noch irgendwas Black Belt. Actually, ich glaube, das bringt mehr als die Oranberry hier.
Ja, und beim Rest haben wir halt nichts groß sonst. Ja. Ich überlege sogar, ob wir mit ihm hier direkt leaden. Und erst eine Runde Rocktomb drücken, damit wir das gegnerische Geodude auch langsamer machen und dann mit der Kampfattacke killen. Das klingt eigentlich sehr geil. Und ab dann müssen wir gucken, wie wir das manövrieren. Eieiei. Ja, wir können schon wieder in die Wette gehen. WB vom geilen Fuden. Wette kann schon aufgelöst werden im Endeffekt. Speicher hier auch mal wieder, ne? It's time to save the game. Ach ja. Oh, ich freue mich schon so. Boah, ich habe heute wieder gesehen, bei Saturn und Media Markt ist ja jetzt schon das neue Mario und Luigi schon für Dingspreis da. Kostet da, glaube ich, schon wieder nur 48 Euro oder so mit diesem Frühkäuferrabatt. Das finde ich so crazy. Dass das so oft jetzt inzwischen bei so Switch-Spielen so ein Rabatt ist. Weil so PS5-Spiele kosten aber jetzt immer so 70, 80 Euro. Und irgendwie die Switch-Spiele sind alle so. Ja, es gibt Frühbucher-Rabatt, Freunde. 48 Euro nur noch. Und gerade bei dem Mario und Luigi. Sexy, würde ich sagen. Sexy. Sonst haben wirklich Feierabend. Die haben jetzt gesehen, die sind alle gerade jetzt so gemeinsam da und dachten sich, jetzt gehen wir in den Voice. Ich bin mir nicht sicher, ob Mario und Louis Black Friday direkt schon gedings sind. Verlieren wir mindestens einen Mon? Nein. Dann mache ich das eben schnell. Mach gleich eine neue Prediction. Verlieren wir mindestens einen Mon. Vorhersage starten. Zack, und die nächste hinterher. Rein in die Masse. Ich weiß nicht, wie lang die ist. Ich hoffe einfach, sie wird passabel lang. Ich denke, das geht schon. Aber ich bin mir da nicht sicher. Also ich würde wahrscheinlich fast eher den Früh. Also ich warte wahrscheinlich eher auf den Amazon-Frühbucher-Rabatt, weil ich bin ja unsicher, wenn du ein bisschen Mediamarkt-Saturn-Dings hab. Account. Müsste man zur Not auch einfach mal gucken. Aber ich glaube eher fast nein, dass ich einen habe. Daher, ja, ist es vermutlich so etwas schlauer, würde ich fast behaupten. Ja, das würde ich tatsächlich behaupten. Bam, badam. Und sonst bei euch so, was geht so? Was habt ihr am Wochenende so getrieben? Freitag, Samstag, Sonntag. Ich überlege gerade, was habe ich getrieben? Ja, aufgenommen halt, ne? Aufgenommen halt, ne? Was soll man auch groß mehr machen, ne? Wenn man quasi einen kompletten Dezember vorproduzieren will. Da muss man ein bisschen was machen. Aber heute gesehen, dass geleakt wurde, dass angeblich in ein paar Wochen die Switch 2 angekündigt werden soll. Glaube ich zwar ja nicht, weil es Marketing-wise komplett dumm wäre, aber wer weiß schon. Das wäre weird. Weiß ich nicht. Das würde mich wundern. Boah. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Giga. Ich glaube, ich habe 20 oder 25 Gigabyte und zahle 20 Euro. In Österreich war Samstag Feiertag. Boah, wenn Feiertage auf den Samstag fallen, ne? Es bringt so absolut gar nichts. So, wir fangen an mit dem Rocktomb und dann gehen wir mit dem Karate-Schlag hinterher. Okay, ich glaube, wir sind tot. Oh, ich wusste nicht, dass der das einfach so drücken kann. Ich dachte halt, der geht auch. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich nämlich einfach in den scheiß Tee gehen können danach. Oh Mann. Oh, das ist echt sad. Das ist richtig sad. Oh Mann, ich hätte gerne eine Nihilate gehabt. Okay, egal in was er geht. Das ist ein wilder Switch, den er da macht. Der kriegt richtig viel Damage. Ja, tschüss. Okay. Interessant. Verstehe ich nicht, aber ist okay. Bei dem bin ich mir auch nicht sicher, ob ich den nicht einfach einmal angreife, damit ich den bulldozen kann. Ich glaube sogar ja. Alter, guckt euch den Damage an. Ja, der darf mich gerne toxicen. Jetzt ist der ein echtes Annihilate. Ja, es ist wirklich. Das ist ein bisschen sad. Also, ich weiß nicht, wie gut Annihilate. Ja, wäre sicher richtig gut, der Boy. Kann es sein, dass ich jetzt gefühlt einfach gewonnen habe mit dem Otero? Beziehungsweise Onix kommt noch. Aber. Ja, der hat halt einen Bärensaft mit Sturdy, das ist noch ein bisschen nervig. 40 auf.
Ja, okay, 13 KP. Aber es dürfte eigentlich auch wurscht sein. Also er kann mich ja auch nicht critten. Der macht maximal jetzt nochmal 15 Damage hier nach. Ja, aber man muss dazu sagen, Mankey hat halt auch gar keine Death, ne? Am Wochenende ging Pferd von meiner Frau betreuen, da sie krank war. Oh je. Ja, ob er sich jetzt selber boxt oder nicht, ist egal. Ach, Mann. Ja, der Tod war halt vermeidbar. Weil hätte ich das natürlich gewusst, hätte ich gerne Self-Destruct gebaitet und wäre dann natürlich in Sinistra gegangen, ne? Das wäre natürlich der Play gewesen. Ich habe schon wieder das scheiß Layout nicht angepasst, ich Idiot. Ich bin's aber auch einfach, muss man sagen, ne? Ich bin's auch einfach, ich kann's auch einfach. Naja. Dann ist dem so, ne? Dann ist dem so. Next way, ich wünsche noch einen wundervollen Abend. Tschüsselü, bye-bye. So. Ja, dann. Schade. Minky. Ich dachte, vielleicht sehen wir ein cooles Annihilate. Mann. Das ist so ein dickes F. Ja, wir verlieren mindestens einen Mon, leider. Das ist leider die Wahrheit. Na gut. Aber ich glaube, Bronze ist trotzdem besser, als ihn hier mitzunehmen. Welches Level komme ich jetzt überhaupt? Mit meinen Mannequins, das bin ich jetzt auch gespannt. Was ist denn die Level Cap? 22! Na hui! Das finde ich wild. Der lernt Sucker Punch? Das ist ja richtig geil. Poison Fang nehme ich auch mit. Okay. Da ist doch mein Aqua Jet. So, zwei Drohnen. Knock-off. Da sind ein paar sexy Attacken dabei, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das die Mondberg-Cap ist. Ich glaube sogar ja. Also ich mache ja einfach, das Spiel hat ja ein festgelegtes Ding. Und ich gehe einfach, also ich level einfach alles hoch, wie das mir das halt eben sagt, ne? Also alles andere mache ich ja gar nicht. Sogar und den Zweck. Also von dem her, ich pass mich da ja eh nur an. Bam, 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 bam. Was haben wir denn am Wochenende noch so getrieben? Ich hab ja nicht nur aufgenommen. Ja, wir haben halt super viele Serien nachgeguckt, muss man sagen. Also, das Geschmäckle, The Taste haben wir nachgeguckt. Dann halt eben Sommer aus der Stars. Das ist wirklich, also das ist gottlos. Ich meine, Rock Blast hittet sowieso immer zweimal. Scheiß auf SmackDown. Bam, 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 bam. Was haben wir eigentlich hier? Adamant Intimidate. Geil. Okay, das schmeckt. Jetzt ist halt die Frage, kann man noch irgendwen? Ich meine, wir könnten halt einen Moterpe machen. Die Frage ist jetzt, ob das besser ist als Tauboga, weiß ich nicht. Ja, stimmt, Misty ist 27, die war höher. So, ist das schon die nächste Route hier? Dynamax Band. Oh, Mondstein. Genau, hier schon Route 3. Na dann brüten wir, würde ich sagen, da das Ei aus. Und schauen wir mal, was wir da bekommen. Und dann machen wir anhand dessen das Team fest. Das klingt doch nach einem soliden Plan, oder nicht? Das finde ich klingt eigentlich sehr gut. Aber wollen wir das Paldea-Eck oder das Wonder-Eck? Prinzipiell ist das Paldea-Eck wahrscheinlich sogar stärker. Machen wir diesmal. Ich bin auch dafür. Wir machen mal das Paldea-Eck. Weil prinzipiell gibt es der. Nee, ich sag nichts dazu. Ich sag gar nichts weiter dazu. Ich war am Wochenende chillen angefangen, in Overwatch einzurinken und ein bisschen mit Cousinen essen gewesen. Ja, hätte halt was Cooleres. Also den können wir auch im Normalfall hier haben, ne? Also Revival Blessing bringt mir halt nichts in dem Spiel. Ja, schauen wir mal, ob wir mit dem was reißen können oder nicht. Der entwickelt sich einmal Level 16 und dann Level 32. Ich finde den immer gut zu haben. Ja, ich meine, also
Bin jetzt keine Vollkatastrophe oder so, aber ist jetzt auch kein Überbanger in meinen Augen. Schoko. Alter, was schreibe ich da? Schoko Maus. Zack. In dem Fall hatte ich Normifin. Ja, das wäre schon ein ganz anderes Kaliber gewesen. Ich meine, actually, ich glaube, den können wir auch genauso direkt mitnehmen, weil der entwickelt sich und ist dadurch halt auch schon so viel stärker. Die Schokolade. Schokolade. Schaufler. Das ist interesting. Und Armfrost nehmen wir auch gleich mit. Ah, die Frage ist, brauchen wir Nuzzle? Kommt ihn gleich in die Offensive mit dem. Wir ballern gleich mal komplett offensiv mit geiler Coverage. Actually wirklich geiler Coverage. Ich meine, der hat ja jetzt sau viel bekommen. Finde ich schon nicht schlecht. Okay. Ich sag dir ehrlich, ich habe all die Jahre überlege ich schon, ob Jerry uns einfach alle komplett an der Nase herumführt. Und eigentlich uns einfach nur veräppelt und es einfach nur mega witzig findet. Sich da einfach immer nur den Arsch ablacht. Boah, vom Dings. Boah, wie heißt denn das Ding auf Englisch? Boah, der Sprite sieht echt hässlich aus, ne? Ich glaube, Pomo gibt's gar nicht in Pokélink. Pomo. Den gibt's nicht. Hilfe! Hä? Aber Meowth Gerada gab es doch auch. Ich bin irritiert. Aber es gibt kein Pomo. Machen Pikachu einfach rein. I see why. Aber ich sehe den. Also ich habe ihn halt jetzt wirklich nicht gesehen. Oh. Aber wenn ich jetzt Meowth Gerada eingebe. Oh, ich glaube, es liegt tatsächlich. Okay, warte mal. Ich glaube, es liegt tatsächlich an der Session, die ich habe. Wir müssen, glaube ich, die Session nochmal anpassen. Manuelles Teammanagement. Aber beim letzten Mal hatte ich ja auch feuerrote Versionen ausgewählt. Und da konnte ich doch. Hä, wir hatten doch beim letzten Mal auch ein Meowth Gerada drin. Ja, hä? Im Pokémon Feuerrot kann ich das auswählen. Wo ist die Logik? Wo ist die Fairness? So, jetzt haben wir auch Doppelbedroher. Das ist doch geil. Bronzor. Und dann haben wir noch ein Pidgeotto. Und dann haben wir noch ein Pomo. Zack. Easy peasy. Jetzt passt das Ding endlich. Nice. Und die Level Cap passen wir noch einmal an auf 22. Und sind wir bereit.